Mein Name ist Simon Ollert, ich bin 22 Jahre alt, komme aus Hollywood hier im Ammertal, wo ich dieses Jahr zum vierten Mal mein Simon Ollert Camp veranstalte, zusammen mit Phonak und Sonova. Unser Ziel ist es, den Kindern mit Hörverlust Mut, Selbstvertrauen und Hoffnung für die Zukunft mitzugeben, damit sie einfach auch in ihrem Leben und im Alltag und bei ihren Fußballvereinen zu Hause Mut schöpfen und sich versuchen weiterzuentwickeln und einfach auch sehen können, dass sie nicht alleine sind auf dieser Welt. Wir versuchen hier die Stärken der einzelnen Teilnehmer zu fördern. Das heißt, wir machen hier verschiedene Passübungen, Torschussübungen, sodass wir eben viel Spaß haben und auch gefördert werden. Unser Ziel ist es, dass wir langfristig einfach viel, viel mehr Spieler im Fußballalltag mit integrieren können aufgrund unseres Camps, dass die Kinder einfach auch den Mut nehmen und sich auch, sagen wir mal, bei guthörenden, normalhörenden Vereinen anmelden und dort auch versuchen, ihr Glück zu erreichen und damit auch, sagen wir mal, eine erfolgreiche Inklusion in den Alltag praktizieren. Und dieses Projekt, muss ich ganz ehrlich sagen, was Sie ins Leben gerufen haben, ist eine Sensation. Mit Sonova finde ich ganz, ganz toll, weil, wie gesagt, egal wo ein Kind herkommt, was es besitzt, welche Einschränkungen es hat, wir sind eine Gesellschaft, ein Team. Und was Sie machen mit dem Camp, ist für mich sensationell gut. Und das ist das, was ich in meinem Camp auch einfach weitergeben möchte, dass die Kinder lernen, Träume zu haben. Einfach lernen, dass ihnen die Zukunft vor den Füßen steht und dass sie einfach nur diesen Schritt nach vorne gehen müssen.